Hey Leute, was geht? Ihr seid bei Jerry Chaos TV und willkommen zu diesem arschkalten März-Wintermorgen. Es hat über Nacht geschneit, warum auch immer. Aber zumindest heißt das, dass die Umgebungen am Land draußen sehr schön sind. Und deswegen nutze ich die Möglichkeit und fahre mit Amelia an einen schönen Ort zum Fotografieren. Tatsächlich mache ich das für meine neue Uni. Ich habe nämlich einen Arbeitsauftrag, wo ich Fotos machen soll. Und das verbinde ich jetzt gleich mit einem Fotoshooting mit mir und Amelia zusammen. Aber zuerst sollten wir sie waschen fahren. Sie steht jetzt schon eine Weile. Und ja, damit beginnen wir. Es geht jetzt nicht wirklich ums Waschen. Es geht nur darum, eigentlich die Schneereste wegzukriegen. Weil sauber gemacht habe ich sie ja das letzte Mal. Aber das habe ich beim letzten Mal beim Fotoshooting gesehen, bei dem Nachtshooting, dass man den Dreck schon wegmachen sollte. Wir haben jetzt hier ein schönes Plätzchen gefunden. Es ist auf einer Straße, also haben wir das Auto auch nicht so wieder dreckig gemacht. Es ist auch relativ abgelegen, also hier werden keine Autos langfahren. Es ist aber erlaubt, hier lang zu fahren, also alles legal. Und wir haben sogar Besucher, die jetzt natürlich abgehauen sind. Wir hatten da hinten im Feld so eine ganze Herde Rehe liegen. Die sind jetzt leider abgehauen. War doch so klar. Ganz trocken werden wir sie nicht kriegen, weil es jetzt wieder angefangen hat zu schnibbeln. Aber zumindest so trocken, dass es nicht so arg auffällt. Blöde Schneeflocke ist in mein Ohr geflogen. Also wegen dem Abtrocknen, ne? Wenn man zu lange braucht, dann frieren die Tropfen schon wieder an. Also. Naja, wir filmen ja nicht so von der Seite, aber auf dem Spiegel da müssen wir vorher trocken machen. Also wir fahren jetzt ein Stückchen weiter vor, einfach damit der Hintergrund doch ein bisschen schöner ist. Und da die Rehe jetzt weg sind, gibt es auch keinen Grund hier zu bleiben. Dann einfach nur da vorne ein bisschen um die Ecke, einfach damit man das da hinten nicht so sieht. Ihr glaubt ja nicht, wie unglaublich laut Amelia biebt, wenn man sich nicht anschnallt. Das war gerade wirklich wie so ein riesen Hall da drin. Jetzt ist der Hirsel einfach gefahren und ich musste hinterherlaufen. Ja, naja, also ich finde, hier ist es ein bisschen schöner, weil jetzt sieht man nicht so viel von den Gebäuden im Hintergrund und es ist ein bisschen mehr Feld zu der Seite. Also hier kann man dann die paar netten Fotos machen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den Sachen an, wo ich mich vielleicht nicht entkleiden muss. Also fangen wir mit meiner eigentlichen Fotoaufgabe an. Ich soll eine 4-Fotoserie machen zu dem Thema am Rand. Ich hatte mir überlegt, ich fotografiere Amelia von vorne, sozusagen mit der Hälfte des Autos einmal am einen Rand im Bild, die andere Hälfte am anderen Rand, dann die obere Hälfte, dann die untere Hälfte. Der Plan ist sozusagen, dass man dann die 4 Fotos zusammenfügen kann und sie wieder das ganze Auto ergeben. Da muss ich jetzt genau schauen, wie ich die Fotos mache, aber ja.
Weiß nicht, warum ich nicht vorher dran gedacht habe. Wenn ich versuche, Fotos zu machen, die auf derselben Höhe sind, wieso dann Freihand, wenn man sogar das Stativ dabei hat schon? Hätte wäre halt wirklich so von der Idee, das von der Seite hier. Also, wenn ich es von der Seite jetzt teilen soll in zwei Hälften, wo würdest du es teilen? Bei der Tür? Also, Hinterkante vor der Tür. Hinterkante vor der Tür, okay. Tada! So, mit der Aufgabe von der Uni bin ich jetzt fertig. Ich habe meine 4 Bilder. Vater meinte, ich soll 50 Mal mehr machen, aber dafür ist es zu kalt. Und er beschwert sich selber, dass es die ganze Zeit so kalt ist. Auf jeden Fall, jetzt, da das Auto schon hier steht, geputzt an der schönen Location, machen wir jetzt eben noch weitere Bilder von dem Auto selber und vielleicht von mir mit dem Auto. Lustige Musik, go! So sieht es doch schön aus. Schön geputzt und alles. Aha. Wer hat hier geputzt? Der Herr Schlamper war das? Schau dir mal das an, wie das da aussieht. Was denn? Das ist doch sauber. Ja, dann film mal hier. Das soll geputzt sein. Da bin ich jetzt aber nicht schuld. Hallo? Das ja, ist wer so hat die Karre geputzt? Du warst das. Ja, und wir sind dann so eine dreckige Landstraße lang gefahren. Es niemals. Ist nicht, du hast nicht geputzt. Bäh. Fotografierst fein nicht das Auto gerade, wo fotografierst du hin? Ich habe da hinten die Rehe wieder gefunden. Da hinten am Waldrand, da stehen sie. Ah, okay, die sind auf dem Video nicht drauf, da sieht man ja noch nicht mal den Wald. Ja, aber bei mir sieht man sie ein bisschen. Sie sind klein, aber man sieht sie. Wegen denen sind wir eigentlich vorher vorne stehen geblieben, aber die sind ja jetzt da hinten. Also, dann filme ich halt mal wieder das Auto. Steht ein einsamer Fotograf in der Landschaft. Und friert sich den Arsch ab. Nee, die Finger. Ja, das auch. Genauso wie der Depp, der hinter der Kamera steht hier gerade. Der Platz. Dem ist kalt. Darf ich mich kurz zu euch gesellen? Zu mich gesellen? Wieso ist der jetzt auch kalt? Also mir war schon kalt. Nur so ein ganz kleines bisschen kalt. Ganz kleines bisschen. Mach den Motor an, da wird's wärmer. Weiter geht's. Willst du mit raus? Nein, mir ist da draußen nur kalt. Mach die Tür zu. Vater? Ja? Bevor die Kamera leer wird, sollten wir noch die so Model-Fotos machen, die ich mir vorstelle. Ja, hä? Hast du das Model auch dabei? Ja. Ich? Welches? Ich? Ja. Das ist auch ein hübsch. Wow, du bist so ein... Das Wort sage ich jetzt nicht, ansonsten kriege ich nichts dafür. Ja, ich dachte, jetzt kommt hier ein hübsches Mädel oder so. Nö. Nö, einfach so ein paar schöne Bilder machen, wie damals mit dem MR2, als wir das Fotoshooting mit dem MR2 gemacht haben. Da haben wir auch ein paar nette Bilder mit mir und dem Auto gemacht. Jetzt machen wir mal dasselbe. Und das machen wir jetzt schön ganz zum Schluss, weil jetzt friere ich mir wirklich den Arsch ab, denn ich kann ja nicht wahrscheinlich in dieser, mit der Kapuze oder so, dass die Fotos machen, das sieht ja scheiße aus. Also muss ich auf jeden Fall mal die Jacke aufmachen. Also ja, ja. Mach Henne. Da, nimm die Kamera.
Feierabend? Feierabend. Ist kalt. Ich zitter schon. Das merkst du selbst auf den GoPro-Bildern. Das ist so fake, was du da machst. So, das war's jetzt eigentlich mit dem Video. Wir haben jetzt echt keine Lust mehr, weil es ist doch echt kalt. Also so null hat es unbedingt. Apropos. Ja genau, also mit Amelia wird es in der Zukunft mehr Videos geben. Das nächste wird wahrscheinlich eine gescheite Vorstellung sein, aber ich habe einfach gesehen, dass ihr die Amelia-Videos so gerne anschaut und deswegen habe ich jetzt auf die Schnelle, weil ich sowieso Fotos machen sollte, habe ich jetzt das Video da gemacht. Ich hoffe, euch hat das gefallen, obwohl es vielleicht nicht ganz den Standards entspricht. Aber wenn ja, sagt es mir in den Kommentaren. Wenn nein, dann sagt mir, was ich vielleicht besser machen kann in den Kommentaren. Hoffentlich sehe ich euch beim nächsten Video nächste Woche. Dafür driftet doch eure Hand über den Abonnentenknopf, macht einen Burnout auf den Like-Button und ich sehe euch in den nächsten Videos. Ciao. Mann, jetzt muss ich den ganzen weiten Weg zurücklaufen, obwohl es so arschkalt ist. Ah! Ja. Stand auf Video. Oh. 10 Sekunden Timer von meiner Nachtfotografieaufnahme. Warte. So, jetzt aber.